Huhu, hier ist mal wieder der Aggressive für euch am Start, liebe Zocker und Zockerinnen. So, ja, es wurde auf Monster TV gewotet für Kampagne. Einmal, dreimal wohl für Arcade, aber Arcade habe ich ja auch gestern und die Tage auch schon immer hochgeladen. Da habe ich mir überlegt, heute führe ich mal einfach mal die Kampagne weiter. Bin hier momentan bei Level 3, beziehungsweise Level 3 habe ich abgeschlossen. Hier steht das ja auch, Mission abgeschlossen, 3. Schwierigkeitsgrad auf brutal. Ja, wie immer, ne? Ich werde das Ganze jetzt mal fortführen. Und ja, danach 3 kommt 4, ne? Logischerweise. Dann mal los. Ah, ja. Wer kommt denn da rein? Die Kerrigan, die Sarah. Schill dich doch erstmal hin. Wunderschön. Oh, du siehst ja ganz schön betröppelt aus. Bist du auf dieser Frequenz? Jim, bist du da draußen? Nö. Ich bin am Treffpunkt, die Luft ist rein. Ich nicht. Ich habe drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Ich spüre Dunkelheit in mir, Jim. Ich brauche dich. Du musst mich einfach hören. Hallo. Hallo. Das wäre ein schöner Headshot auf jeden Fall. Der Rebell Jim Raynor wurde gestern während eines waghalsigen Einsatzes verhaftet. Er wurde verhört und kurz darauf hingerichtet. Der Imperator sagte Folgendes: Bürger der Liga, endlich findet unser Albtraum ein Ende. Der ruchlose Terrorist James Raynor ist tot. Mit seinem Tod beginnt eine neue Ära des Friedens. Die Protoss haben sich zurückgezogen. Und die Zerg-Bedrohung wurde ausgeschaltet. Ja, nicht ganz. Ich muss mal so sagen. Und führerlos. Auch nicht traurig sein. Bald werden wir jeden einzelnen Zerg auf Char auslöschen. Komm, kuscheln bis mit dem Zergling, hm? Kurzum, wir haben gewonnen. Der ist doch so lieb, der Zerkling. Kuschel doch mal ein bisschen. Guck mal, wie niedlich er dich anguckt. Sind gewährleistet. Gute Nacht, meine treuen Untertanen. Gute Nacht. Mengsk. Navigation online. Ziel liegt in Zerkgebiet. Bestätigen? Bestätigt. Und Feuer frei. Da fliegt sie weg, die Sarah. Bye bye. Und ab geht die Luzi, ne? Ja, was wollen wir hier machen? Ah, reisen, Planet wählen. Was wählen wir mal? Char oder Kaldir? Ich nehme Kaldir. Abgefangene Übertragungen der Liga deuten darauf hin, dass der Zergschwarm in mehrere Fraktionen aufgeteilt wurde. Mhm. Eine Brutmutter namens Nafash hat ihre Brut auf den gefrorenen Mond Kaldir geführt. Ja. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass dort Protoss vor Ort sind. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, das hier dass was. Nafash gegen die Protoss um die Kontrolle Kaldirs kämpft. Man glaubt, dass ihre Brut weit entwickelte und gefährliche Zergorganismen enthält. Hört sich doch gut an. Und dann gucken wir uns auch nochmal Char an. Ein Teil des Schwarms befindet sich auf Char und steht unter dem Befehl einer Brutmutter namens Zagara. Sie befindet sich im Kampf gegen die Liga-Streitkräfte von General Warfield. Nö, ich nehme Kaldir. Und reisen. Schnell mal hin, ne? Mit dem Shuttle hingedüst. Dann mal los mit dir. Auf nach... ja.
auf mit dir, Sarah. Auf nach Kaldir. Da treffen wir ganz viele ekelhafte Tierchen. Nämlich die Zerg. So, da sind sie. Oh. Was ist das denn für ein fetter Overlord? Dann mal rein. Zerg-Organismen geortet. Und genau deshalb bin ich hier. Ja. Sie werden mich als ihre Königin akzeptieren. Na, hoffen wir es mal, ne? Ich jeden einzelnen von ihnen, bis sie es tun. Och nö. Oh, die sind doch treu. Aha. Was bist du? Ich bin Isha. Du bewahrtest all deine Ideen, Gedanken und Pläne in mir auf, meine Königin. Erinnerst du dich nicht? Ja. Genau. Ich erinnere mich an dich. Ach so, ja. Und was noch wichtiger ist, du erinnerst dich an mich. Na klar. Du bist die Königin der Klingen. Ich gehorche dir. Perfekt. Bereite den Schwarm für einen Angriff auf Korhal vor. Der Schwarm ist verstreut und wird dir nicht gehorchen. Die meisten Zerg auf Kaldir werden von Brutmutter Nafash befehligt. Sie will ihren eigenen Schwarm erschaffen. Solange sie lebt, wird der Schwarm geteilt sein. Ja, dann also killen wir die alte Hexe mal, ne? Bring uns zur Oberfläche. Dann mal los. Zuppeln wir mit dem Oberlord dahin. Oder was das auch immer sein mag. Oh ja. Zap. Was haben wir denn hier? Eine Evolutionsgrube. Hm, ja, was können wir denn da mal so durchführen in der Evolutionsgrube? Was ist das denn für ein ekliges Biest? Was bist du? Abathur. Ein Schleimhaufen. Webestränge und Sequenzen. Diente Overmind. Jetzt nicht mehr. Königin der Klingen. Ja. Diene nun dir. Ich bin die Königin der Klingen. So ist es. Anders. Untersuche genetische Stränge. Königin der Sabbat der Klingen war effizient. Uralte Zerg-Eigenschaften. Geringer terranischer Einfluss. Du mit mehr terranischem Material verseucht. Greifextremität schlecht entworfen. Kann korrigieren. Werde austauschen. Mache besser. Fass mich nicht an. Nur ein Ziel. Schwarm verbessern. Erstrebe Perfektion in allen Dingen. Tätig in Evolutionsgrube. Arbeit hier einsehbar. Aha, gut. Weiterentwickelter Zergling im Kampf effektiver. Mhm. Sequenzen von Organismus können verändert werden. Eine Mutation wählen. Mutationen. Sobald ausgewählt, Metabolismus-Schub oder Adrenalin-Sättigung oder gehärteter Panzer. Jederzeit. Ich nehme mal Adrenalin-Sättigung. Dann werden die nämlich ein bisschen aggressiver. Ah, das sieht doch schön aus. Oder Metabolismus-Schub, da rennen sie schneller, wie man sehen kann. Ah, ja. Nö, oder Panzerung. Oh ja. Nein, ich nehme die kleinen Adrenalindrüsen sozusagen. Angriffsgeschwindigkeit um 50% erhöht. Ja, und zurück. Sieht das hier aus wie ein Schloss, ist einfach so angewählt. Was ist mit dir los? Auf diesem Mond. Ja. Ich dachte, du hättest meine Zerg stärker gemacht. Genau. Was soll das denn? Eisig wie Weltraum. Bis auf Leviathan. Anpassung von Schwarm an derartige Kälte unnötig. Soll das eine Entschuldigung sein? Echt mal. Unnötige Anpassungen weben. Verschwendung. Komplexität vermeiden. Zuvor nicht notwendig. Mhm. Jetzt erforderlich. So ist es. Örtliche Fauna suchen. Dann hau mal rein. Nützlich für Schwarmanpassung. Tu es einfach. Tu es. Tu es. Los. Tu es. Ja, ja, komm, kleiner, schrei hier nochmal für mich, hm? Jo. Ja, das machst du ganz fein. Bist du ganz lieber zu erklingen. So, da starten wir jetzt wieder zurück. Isha, was ist mit dir? Komm. Hau mal raus. Er ist der Organismus, von dem aus du den Schwarm befehligst. Und dies hier ist sein Nervenzentrum.
Schön. Und der Leviathan bringt mich zu jeder Welt, die mir beliebt? Selbstverständlich, meine Königin. Aber wir sind nur noch wenige. Das ist ein chilliger Bevor Typ nämlich. Bevor du aufbrichst, um andere Welten zu erobern, solltest du zuerst deine Streitkräfte hier auf Kaldir um dich sammeln. Aha, die hat ja gar keine Nase. Überlass Strategien mir. Also, was Zwei kann Euro. Ich auf diesem Leviathan sonst noch machen? Für den Eintritt pro Nase. Haha, freier Eintritt. Du kannst den Schwarm und die Evolutionskugel weiterentwickeln und verbessern. Die Kreatur Abathur kann dir dabei helfen. Aha, gut. Ja, Brutstätte, neues Gespräch. Ja, könnte ich da... Die Spieler berichten von einem Schwarmstock, den Nafash hier errichtet, aber kurz danach verlassen hat. Tja, dann... Sie ist in diese Eistäler gegangen. Wird das doch mal was für mich. Dort müssen die Protoss sein. Jo, dann klicken wir mal auf Mission. Nafash hat ihre Brut in diese eisigen Täler geführt, um die Protoss zu bekämpfen. Wir wissen nicht, ob sie sich dir freiwillig anschließt. Na sicher. Ich bin doch die Königin der Klingen. Dann wird die das ja wohl tun. Oder tun müssen. Dann mal los. Alles voller Eis. Gar nicht gut. Ja, das dauert jetzt ein wenig mit dem Laden. Ja, eigentlich ist mein Rechner nicht so langsam. Wahrscheinlich liegt das am Internet. Ah, da bewegt sich doch was beim Ladebalken. Ja, das sieht doch schon mal ganz wunderbärchen aus. Top, top, top. Dann mal los. Beliebige Taste drücken. Machen wir es mal. Dieser Mond wird immer wieder von extremer Kälte in Form von Kryostürmen heimgesucht. Ein solcher Sturm nähert sich gerade. Er wird die Temperaturen so schnell sinken lassen, dass fast alle Wärmeenergie verloren geht. Tja. Der Sturm wird schnell vorüberziehen, doch solange er hier wütet, frieren unsere Truppen an Ort und Stelle fest. Ich spüre einheimische Kreaturen in der Nähe. Hm. Ihre Matriarchinnen verfügen über mächtige Essenzen. So sieht also der Yeti aus. Uns an diese Kälte anzupassen. Der Yeti, so sieht er also aus. Ja, ist ja herrlich, ne? Du hast meine Aufmerksamkeit. Ja, hoffe ich doch mal. Diese Welt gehört mir. Lass uns eine Ursadon-Matriarchin finden und ihre Essenz besorgen. Ja. Oh. Nichts. Kannst du dort reinlaufen? Mir in den Weg. Du kannst da gar nicht reinlaufen. Kann mir nichts passieren. Nur ich schlafe. Dieser Zerg ist verwildert. Ach so. Er wird von keinem höheren Wesen kontrolliert. Doch, jetzt schon. Diese Welt gehört mir. Los jetzt. So, auch weggemetzelt. Noch eine verwilderte Schale. Noch eine Schale. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich finde schon. Mir in den Weg. Und den schlimmen wir uns mal weg hier. So. Der Kryosturm kommt näher. Herrlich. Nö. Echt mal, wo ist die denn? Da ist doch noch eine Schabe. Oh, ich bin gefroren. Der Kryosturm ist eingetroffen. Deine Truppen sind eingefroren. Ursadon, geführt von Matriarchen. Starke Essenz. Wenn Essenz assimiliert, schwarmresistenter gegen Kryostürme. Aha. Der Schwarm ist hungrig. Der Kryosturm wird schwächer. Dann haben wir die hier mal ein. Nein, komm schon. Und los jetzt. Was jetzt? Ach, die blocke ich hier doch alleine weg, den Typ hier. Los, komm schon. Jetzt reicht's aber auch hier mal. Lass mal meine Sarah in Ruhe. Essenz assimiliert. Schwarm widerstandsfähiger gegen Kryosturm. Das ist doch schon mal schön. Ich grab hier erstmal meine kleine Sarah ein. Schwarmcluster von Nafash in der Nähe. Dann geht das schneller, ne? Der Regeneration. Verletzte Schwarmen können sich eingraben. Och, nee, geht auch so schnell. Ja, das weiß ich wohl. Dann heilen wir sie mal. Der Schwarm ist. So, und weiter geht's. Aufmerksamkeit. Wir haben nicht viel Zeit. Was haben wir denn da? Ist da noch irgendwas? Der Schwarm schläft nie. Da kann ich dich angreifen. Neun. Ein Zergzeichen. Lasst uns das hinter uns bringen. Was haben wir hier noch? Wir haben nicht viel Zeit. Ist
Ist die auch eingefroren? Los jetzt, der Schwarm ist hungrig. Ah, schön, Kontrollpunkt erreicht. Die Protoss müssen sie ausgelöscht haben. Ich werde diesen Schwarmcluster wieder erwecken. Das sieht doch aus wie ein Brutschlammpool und das ist ein... Keine Ahnung, konnte ich gerade nicht drauf. Anti-Frostspray hat sie mal kurz draufgehauen, die Sarah. Die Königin der Klingen. Aber... Hallo! Was ist mit euch passiert? Schwach und menschlich? Ach komm, gib mir nicht so an. Du und deiner komischen Panzerung, ne? Ich hatte mich schon gefragt, wann ihr euch zeigt. Wir müssen Shakuras benachrichtigen. Sie werden die Goldene Armada aussenden. Sie werden euch vernichten. Nö. Ich denke nicht. Sag mir, dass sich die Protoss außer Reichweite von Shakuras befinden. Genau. Das tun sie, meine Königin. Ah, wunderschön. Die Protoss haben allerdings Psi-Relais, die ihre Psi-Kommunikation verstärken können. Oh, das ist nicht gut. Dann zerstören wir diese Relais. So ist es. Bevor die Protoss sie aktivieren können. Dann machen wir hier mal ein bisschen Druck, ne? Ja, komm. Ah, schön, Quienchen. So. Komm schon. Ein bisschen rumschleimen hier. Ja. Kann ich hier noch was entwickeln? Materialien in Essenznahl. Wenn eingesammelt, Schwarm effizienter im Kryosturm. Oh, hört sich gut an. Mir gefällt ein effizienter Schwarm. Und mir erst. Wenn sich mir die Gelegenheit bietet, jage ich einige Matriarchinnen. Ich glaube, ich laufe erstmal mit Sarah hier ein bisschen vorweg. Nebenbei natürlich immer schön pushen. Ah, was haben wir da? Weiter vorrücken. So, mach ich mal alleine hier erstmal nur. Mir. Ah. Der Schwarm schläft nie. Tapfere Protoss. Haltet sie auf. Oh. Hört ihr den Kampf entgegen? Tja, ich glaube, ihr seht mich so nicht, ne? Ha. Gott sei Dank. Wir brauchen mehr Mineralien. Die Protoss nähern sich dem Schwarmcluster. Zack. Mir in den Weg. Was ist das denn hier? Die Paar? Ein Kühlsturm nähert sich. Die Protoss werden verwundbar sein, bis er vorübergeht. Schön. Die Protoss sind wehrlos. Greift an! Genau, haut drauf! Der Schwarm schläft nie. Ah, die heben wir nochmal kurz hoch. Und den kloppen wir auch nochmal kurz weg. Ja. Ach, da ist noch einer. So ein Schlawiner aber auch. So kann ich hier schon meine Queen. Ah, ich kann jetzt sogar schon. Nee, kann ich nicht. Ach, Mist. Wer hat dich gefragt? Keiner, aber wer hat dich gefragt? Du hast meine Aufmerksamkeit. Der Schwarm ist hungrig. Der grüne Sturm zieht vorüber. Ganz dolle hungrig. Lasst uns das hinter uns bringen. Weiter vorrücken. Haha. Der Schwarm schläft nie. Los jetzt. Wir haben nicht viel Zeit. Was jetzt? So, ich beutiere mir erstmal nochmal eine zweite Hedge hin. Kann ich ein bisschen... Obwohl, kann ich die auch hier hinsetzen? Jo, geht auch klar. Ein bisschen... Gas brauche ich wohl auch noch ein bisschen mehr. Kann ich vielleicht auch noch schon eine Evolutionskammer bauen? Natürlich, geht das klar. Na. So, und jetzt werden wir erstmal hier... noch ein zweites Gas bauen. Und ein bisschen mehr Eco noch bauen. Und noch ein zweites Tanken hier reinsetzen. Ich höre. Na. Hier sollst... Och Mann, du sollst doch meine Tanken heilen. Mann. Ein Kryosturm trifft bald ein. Oh. Ey. Der killt hier einfach alles, der Lümmel. Ein Kryosturm ist eingetroffen. Haben wir hier noch zum Killen? Rückt weiter vor. Vernichtet die Protoss. Schön. Hier. Ah, schön. Vielleicht gehen die Sankens dann auch drauf. Schießen die Sankens? Die schießen auch nicht. Vorwärts. Nee, ich geh jetzt erstmal die Sanken. Los jetzt. Dann kill ich auch noch so weg hier. Ach, habe ich noch ein paar Sekündchen Zeit. Mach hier noch ein Angriffs-Upgrade, kurz fertig. Ja. Weiter vorrücken.
Ach, Sarah, jetzt klär dir doch mal lieber die wichtigen Sachen, ne? Kryosturm endet. Wir sollten uns bis zum nächsten Sturm zurückziehen. Ey, Sarah. Der Schwarm schläft nie. Oh, Glück gehabt. Das war knapp. Vespingers, ja. Haben wir aber noch gar nicht weiter abgebaut im zweiten. Machen wir jetzt natürlich. Zweite Evo-Kammer setzen wir direkt hier neben und dann setzen wir nochmal zwei Sankens dahinter. Also ein bisschen zu bunkern, ne? Ah, was haben sie jetzt vor? Wollen sie mich hier wieder attackieren, die Lümmels? Ah, gehen wir hier mal nach vorne. Wer hat dich gefragt? Komm mal näher ran. So, jetzt. Ah. Los jetzt. Ah, da wollen wir uns mal eingreifen. Die Goldene Armada wird euch holen. Oh, sieht doch gut aus. So ein paar. Dauert aber auch, bis ich hier was pushen kann. Ein Kryosturm wird bald eintreffen. Ja, das hört sich doch gut an. Komm, zweites Upgrade hier noch kurz durchführen. Jetzt stratzen wir erstmal voran. Nichts. So, nächster Sturm ist auch gleich ready. Los jetzt. Ein Kryosturm hat begonnen. Und so, jetzt kann ich erstmal voranschreiten. Die Protoss sind wehrlos. Greift an. Na klar. Ich denke, die sind wehrlos. Ach so. Die Limits sind ja auch noch da, oder was? Du hast meine Aufmerksamkeit. Frechheit. Na fasch. Ich hatte mittlerweile nicht mehr viel Hoffnung, dich leben zu finden. Haben wir ja jetzt. Protoss werden dafür mehr als nur büßen. Wir haben nicht viel Zeit. Was haben wir hier noch? Lasst uns mit rein. Gas. Diese Welt gehört mir. Aha. Der Schwarm schläft nie. Der Kryosturm wird schwächer. Schön. Wir brauchen mehr Diese Welt gehört mir. Kein Entkommen. Genau. Was jetzt? Keine Gnade. Los jetzt, raus damit. Wir haben nicht viel Zeit. Materialchen in Essenz, schön. Nützlich. Sichtweite während der Sturm erhöht. Wir brauchen mehr Overlords. Weiter vor. So, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück hier und lasst uns das hinter uns gucken erstmal, was der Tuse da ist. Wir brauchen mehr Overlords. Na, gehen wir erstmal noch zurück hier. Der. So, was ist mit ihr jetzt hier? Wer hat dich gefragt? Raus damit. Keiner eigentlich. Du hast meine Aufmerksamkeit. Was jetzt? Ja, was ist mit ihr jetzt? Diese angreifen oder was? Der Schwarm schläft nie. Ich höre. Ach, Überreste. Der Kryosturm trifft bald ein. Nichts stellt sich mir in den Weg. Sind dann noch am Start. Wer hat dich gefragt? So, und jetzt gucken wir erstmal, was hier noch geht, ne? Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. Lasst uns das hinter uns bringen. Weiter kommen. Oh, können wir gleich schon killen hier. Schön. Los jetzt. Ach, die Beute kann ich auch später kaputt machen. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ach, Stürme sind das hier, ne? Lasst uns. Weiter vorrücken. Der Schwarm schläft nie. Los jetzt. Wunderschön. Macht keine Gefangenen. Dann kloppen wir jetzt erstmal noch komplett weg hier. So, und haben wir jetzt auch schon down. Sturm endet jetzt. Ja, kein Ding. Kontrollpunkt erreicht. Eins weniger. So, ist gut. Hinten wir Shakuras benachrichtigen. Nö, eben nicht. Weiter vorrücken. Das könnt ihr ja gar nicht. Ihr Blödköppe. Ihr wisst ja nicht mal, wie man Walkie-Talkie bedient. Lasst uns das hinter uns bringen. Da geht's schnell zurück. Los jetzt. Raus damit. So, jetzt habe ich schon gute Masse hier. Was jetzt? Was wollt ihr denn hier? Diese vereinheiten? Oder was? Weiter vorrücken.
Lafflisch. Nichts stellt sich. Wer so, hat dich gefragt? Jetzt können wir hier oben noch irgendwo lang gestratzen. Ah, ich muss da unten lang, ne? Ach, da kommen sie her. Der Schwarm lebt nie. Diese Welt gehört easy mir. Going. Wir brauchen mehr Mineralien. So, was finden wir jetzt lass hier noch Schönes? Uns hinter uns bringen. Weiter vorrücken. Ah, okay. Ein Kryosturm wird bald eintreffen. Qualmende Leiche, ja. Nicht, wer hat dich gefragt? Ah, okay, haben wir auch alle. Lasst uns das hinter uns bringen. Ah, da geht's hoch, gut. Der Schwarm schläft nie. Diese da warten wir jetzt erstmal noch ein paar Sekündchen. Dann können wir hier nicht umsonst durchstratzen. Wir brauchen mehr Mineralien. Ein Kryosturm. Und so, na schön. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ach, die kleinen Dinger da oder was? Raus damit. Der ja. Was jetzt? Kein Ding. Los jetzt. Lasst uns das hinter uns bringen. Unsere Streitkräfte. Was wollen die denn hier? Ah, okay. Gehen wir auch hin. Nichts stellt sich mir in den Weg. Macht keine Gefangenen. Genau. Weiter vorrücken. Der Kryosturm wird schwächer. Oh, oh, oh. Lass uns hier zurück. Wir haben nicht viel Zeit. Lass mal eingraben. Aha. Nichts stellt sich mir in den Weg. Was jetzt? Ah, warten wir mal ein bisschen ab. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich höre. Ah, können wir ein paar Mineralien einsammeln hier? Diese Welt gehört mir. Der Schwarm schläft nie. Oh, den klopfen wir jetzt auch noch kurz weg. Weiter vorrücken. Was ist denn da los, ne? Materialien-Essenz assimiliert. Aha. Schwarm perfekt an Kampf im Kryosturm angepasst. Weiter vorrücken. Ah, schön, noch ein paar Wortschiffe dazu. Los jetzt. Der du hast meine Aufmerksamkeit. Ja, das ist gut. Immerhin etwas, ne, Sarah? Sag mal, komm doch mal hier. In wenigen Momenten wird ein Kryosturm eintreffen. Wir haben nicht viel Zeit. Das ist gut. Schatz, wir unten. Ah, okay. Wir sollten auf einen Kryosturm warten, bevor wir diese schwer befestigte Position angreifen. Machen wir. Das ist doch mal eine gute Idee, die du da hast. Aber ich kann nicht mal was. Wir sollten auf einen Kryosturm warten, bevor wir diese große Protoss-Streitmacht angreifen. Ah, ist er doch schon. Ein Kryosturm ist eingetroffen. Ja, siehste, kein Ding. Zeit. Lasst uns das hinter uns bringen. Raus damit. Der Schwarm ist hungrig. Ja, und wie hungrig er ist. Der Schwarm schläft nie. Ah. Wir haben nicht viel Zeit. Ah, 20 Sekündchen haben wir ja noch. Die Einheiten hier vernichten. Wer hat dich gefragt? Du hast meine so. Der Kryosturm zieht. Kloppen wir erstmal das Ding hier weg. Aha. Ach, die paar hier. Und ein weiterer Kontrollpunkt. Es ist zwecklos, Kerrigan. Warum das denn? Wird euch vernichten. Na, hau mal nicht ab. Wer hat dich gefragt? Ah, wollte gerade sagen. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Zack. Weiter vorrücken. So, auch weggekloppt. Können wir eigentlich mal die nächste Expansion hier starten? So. Raus damit. Lasst uns das hinter. Ich höre. Und da haben wir doch auch. Ah, komm, du hast mal. Meine Aufmerksamkeit. Ja. Was jetzt? Los jetzt. Der Schwarm schläft nie. Nein. Der Schwarmklasse wird angegriffen. Nicht, wer hat dich gefragt? Nein, Sarah. Der Schwarm ist hungrig. Nein. Ein Kryosturm wird bald hier sein. Ah, ich habe keine Queen. Das ist natürlich blöd, oder? Ja.
Raus damit. Lasst uns das hinter uns bringen. Wir haben nicht viel. Okay. Was und jetzt? Los geht's. Ein Kryosturm ist hier. Der Schwarm schlägt nie. Weiter vorrücken. Los jetzt. Los. Nichts stellt sich auf da. Lasst uns das hinter uns bringen. Der Schwarm ist hungrig. Ah ja, so ist es. Los jetzt. Der Schwarm schläft nie. Der Kryosturm endet jetzt. Nein, noch nicht. Nichts stellt sich mir in den Weg. Wir haben nicht viel Zeit. Der Schwarm schläft nie. Weiter vorrücken. Ach komm schon her, Koloss, ne? Los jetzt. Wer hat dich gefragt? Raus damit. Ah. Nichts stellt sich mir in den Weg. Und dann haben wir noch Sicht da drauf. Diese Welt gehört mir. Wir haben nicht viel Zeit. Ah, euch paar Schlimme ja auch noch weg. Was jetzt? Ah, die kriegen wir doch locker weg. Los jetzt. So. Wer hat dich gefragt? Raus damit. Weiter vorrücken. Mach keine Gefangenen. Nichts stellt sich. Oh, zu viele Phasenleiter einfach. Oh, ich habe ja natürlich auch eine ordentliche Masse noch. Der Schwarm ist hungrig. Guck mal her. Ein Kryosturm wird bald eintreffen. Na klar. Dann holen wir uns den Rest. Wir brauchen mehr Mineralien. So, marschiert mal schön voran, meine Freunde. Ich höre. Na, machen wir schon mal Go hier. Ein Kryosturm hat begonnen. Raus damit. Jetzt voran. Los jetzt. Scheint hier unten auch noch eine gute Masse. Ja. Diese Welt. Raus damit. Weiter vorrücken. Wer hat dich gefragt? Lasst uns das hinter uns bringen. Machen wir erstmal eine Phasenleiter hier noch weg. Nichts stellt sich mir in den Weg. Alles gut. Der Kryosturm wird schwächer. Na klar, wird er schwächer. Raus damit. Ah, auch noch weggekloppt. Jiha! Ja, verpisst euch! Die Expedition der Protoss wird Shakuras nicht mehr kontaktieren können. Jetzt bekommen sie es mit uns zu tun. Ja, genau. Mit Sarahs Rache. Jiha! Erfolg errungen! Eiskaltes Schweigen! Ja, easy going, obwohl ich oft brutal gespielt habe. Ja. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Das war Mission 4. Bis zum nächsten Mal, euer Aggressor. See you! Obwohl, ich müsste, glaube ich, hier nochmal einmal Fortfahren klicken. Es kommt bestimmt noch so eine Videosequenz. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Vielleicht? Zu früh, auf Wiedersehen gesagt, wahrscheinlich. Erstmal schauen, was jetzt hier geht. Wir Na klar. haben in der Ödnis eine Protoss gefangen genommen, meine Königin. Sie sagt, sie sei eine Forscherin. Da ist sie ja. Sieht auch so aus ich wie eine Forscherin. Ich habe nicht befohlen, Gefangene zu machen. Genau. Aber direkt Tour immer hat darum töten. Gebeten. Er will sie sezieren. Aha. Warum? Genetisches Material der Protoss wird er nicht nutzen können. Er experimentiert genetisches Material der Protoss wird er nicht nutzen können. Oh, lasst leck. Sie leben. Sie kann vielleicht noch nützlich sein. Ja, genau. Meine Königin, deine Kammer ist jetzt bereit. In ihr kannst du deine Fähigkeiten anpassen. Mhm. Nö, ich gucke jetzt erstmal bei Lazara nochmal. Rede erstmal mit ihr nochmal hier. Was machen eure Leute hier? Wir erforschen diesen Mond, ob die Rotation verändert, sein Klima verbessert werden kann. Versteht ihr nicht?
Nö. Wir sind nur Kolonisten und ihr tötet uns. Ja, und wenn ich dich leben lasse, rufst du die Goldene Armada und sie werden mich töten. Und so ist es. Tausende töten, um euch selbst zu retten? Wie könnt ihr das rechtfertigen? Ich rechtfertige nichts. Nö. Es gibt kein richtig oder falsch. So ist Deine es. Deine Leute haben Milliarden von Zerg getötet. Genau, echt mal. Unsere aller Hände sind von Blut bedeckt. Vielleicht klebt an meinen mehr als an deinen. Aber letzten Endes sind wir beide Mörder. So ist es, das stimmt natürlich. Ja, ich gucke jetzt natürlich nochmal bei Kerrigan rein, was ich hier Dies so... Dies ist deine persönliche Kammer. Hier kannst du deine Nervenbahnen fokussieren und deine aktiven Fähigkeiten ändern. Wenn du stärker wirst, erwachen in dir neue und mächtigere Fähigkeiten. Hier kannst du deine aktiven Fähigkeiten nach Belieben ändern. Cool. Kettenreaktion. Kerrigans Angriffe fügen ihrem Ziel normalen Schaden zu und springen dann auf weitere Gegner in der Nähe über. Fügt bis zu 4 zusätzliche Ziele 10 Schaden zu. Ja, machen wir mal. Oh, was hab ich hier noch? Aha. Ja. Obwohl, das war schon ganz cool. Ja, das hier. Was nehmen wir denn mal? Kerrigans Max. Treffpunkte werden um 200 erhöht. Ihre Treffpunkt-Regenerationsrate wird um 100% erhöht. Ja, das hört sich auf jeden Fall besser an. Okay, dann lassen wir das mal so. So, Evolutionsgrube nochmal reinschnuppern. Ist da so... Oh! Ah, die Schabe. Hey, ihr kleine Schabe. Was ist bei dir los? Guck mal dich mal an. Ah, du siehst ja sehr süß aus. Lotwasserstoffgeile. Was haben wir denn hier? Ekelhafter Gallensaft. Wird bis zu 8 Schaden gegen leichte Ziele. Ein Anstieg von 50%. Huhu. Adaptiver Panzer. Erhält plus 3 Panzerung, wenn die Treffpunkte der Schabe unter 50 fallen. Aha. Also hält sie länger durch. Gräberklauen kennen wir ja. Können sich anschleichen. Nö, ich nehme mal Lotwasserstoffgalle. So, haben wir auch gemacht. Was hat er hier noch mit zu sagen? Der Typi. Der alte Schleimsack. Was ist das für ein Geräusch? Genau, was ist das? Fehlgeschlagene Experimente. Nicht gut. Umwandlung in Biomasse. Langsamer Prozess. Beende wenigstens zuerst ihr Leiden. Verschwendete Mühe. Kreaturen sterben bald. Schmerz irrelevant. Aha. Wenn du solche Sachen sagst, aber Tor, das ist ja einer. Erinnere ich mich fast an dich und ich werde böse. Wut, Produkt von Adrenalin. Stressreaktion, direkte Bedrohung. Keine Bedrohung für dich, keine Wut. Das werde ich selbst beurteilen. Besser wäre das. Ja, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Aha, Brutstätte, neues Gespräch. Oh, ich glaube, die Jagd verläuft also gut, meine Königin. Sie ist blutig. Wie immer. Diese Protoss würden dich töten, wenn sie könnten. Sie sind keine Zerg. Also sind sie der Feind. Ist das wirklich so einfach? Für die Zerg ist es das. Bei all dem Verlust, den meine Königin erfahren hat, denkt der Verlust daran, schmerzt immer, sie gewonnen hat. Die Reinheit der Wesenheit. Du bist der Wille der Zerg. Na, fast wir uns auch noch mal das an. Als Teil des Schwarms. Als die Protoss zugeschlagen haben, hat sie sich in die Eistäler zurückgezogen. Die Protoss jagten sie. Sie war schlau, vorsichtig und zäh. Kann man so Doch so sie ausdrücken. Machte einen Fehler. Sie rannte davon. Feigling. Ja, okay. Ich werde das Ganze jetzt hier mal auf Eis legen. Erstmal. Und Tage über werde ich dann mal die Mission 5 spielen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Aggressor. See you und good luck, have fun.